herzlich willkommen zu einem weiteren Teil Wissensvermittlung vom Entrepreneur Club Winterthur. Freut mich sehr, dass ich heute den Roy bei uns begrüßen darf, von Farner. Eine der allerbesten Marketing-Kommunikationsagenturen in der Schweiz. Du wirst selber noch ein bisschen erzählen, was ihr denn macht. Ihr macht eigentlich so ein bisschen, glaub, alles, was man als Unternehmen von A bis Z in diesen Bereichen kann brauchen oder eben auch immer wieder immer mehr braucht. Und wir wollen heute so ein bisschen Inputs geben können. Was habe ich für Themen als Startup, wo es eben Sinn macht, mit der Agentur zusammenzuarbeiten, zu welchem Zeitpunkt, was bietet ihr als Agentur und vielleicht auch noch so ein bisschen ein, zwei Insights von dir aus Erfahrungen, wo du selber im Startup-Desk auch immer wieder so ein bisschen mit Startups zu tun hast und schon so zwei, drei spannende Geschichten vielleicht noch ein bisschen kannst den Leuten mitgeben. Wie gesagt, du bist selber im Startup-Desk. Wäre toll, wenn du dich selber vorstellen könntest. Zwei, drei Worte zu Farner und dann auch vielleicht so ein bisschen, was dich an diesem Startup-Thema fasziniert, den Leuten ein bisschen mitzugeben. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich natürlich über die Gelegenheit. Merci für die Einladung. Genau, ich bin beim Startup-Desk von Farner Mitglied. Leite da zusammen mit Daniel Heller. Er ist Partner bei Farner und der Startup-Desk gibt es seit 2017, wo wir uns um kommunikative Belange und darüber hinaus von Startups kümmern. Und ja, was mich fasziniert an Startups, sind natürlich die Agilität von den Startups, die Schnelligkeit, die sie auf dem Markt unterwegs sind, aber auch die unbürokratischen und schnellen Entscheidungen, die Startups tagtäglich treffen und in diesen Prozessen involviert sind. Und die grosse Vielfalt und Diversität von Startups mitzubekommen, ist natürlich sehr faszinierend. Tipptopp, vielen Dank. Und das Thema, wo du angesprochen hast, die Agilität, das habe ich selber auch schon mal erlebt, wo ich nicht mit dem Entrepreneur Club, sondern mit jedem, wo zu euch gekommen bin und gesagt habe, hey, wir brauchen da etwas. Und dann hat das eigentlich recht sehr dynamisch und sehr schnell funktioniert. Ich glaube, das zeichnet dann auch so ein bisschen die Zusammenarbeit aus, wenn man ein Startup-Desk hat, dass man eben auch weiss, wie du das richtig gesagt hast, wie funktioniert ein Startup und sich auch entsprechend auf das gut einladen kann, was jetzt in unserem Fall sehr gut funktioniert hat. Ja. Gut, freut mich zu hören. Ja, nein, wir probieren natürlich auch als Desk-Mitglieder, Team-Mitglieder mit dieser Agilität umzugehen, schnell zu reagieren und das zu antizipieren. Das heisst, das Startup kann nicht warten, monatelang, bis eine Kommunikationsstrategie steht. Und wenn sie mal steht, dann ist es gut möglich, dass sie in einer Woche schon wieder anders ist, weil die Ausrichtung von B2C zu B2C gewechselt hat oder Fokus. Und dort können wir natürlich mit dem Startup-Desk auch die notwendige Flexibilität bieten und haben uns das auch auf die Fahne geschrieben. Du hast jetzt das Stichwort genannt, oder? Die Kommunikationsstrategie. Das ist etwas, was ich selber bei meinem Startup auch nicht gemacht habe am Anfang. Wir haben einfach mal angefangen und dann so ein bisschen geschaut. Und so eine grosse Frage, die alle Startups immer haben, ist so ein bisschen die Frage, wie komme ich in die Medien? Und die meisten Startups, das habe ich natürlich bei mir auch so gedacht am Anfang, als Gründer, ja klar, die Medien, die warten alle auf uns, dass wir jetzt endlich mal eine super Story haben, die aber eben vielleicht gar nicht so lustig ist oder gar nicht so spannend ist. Und das ist immer so eine grosse Frage, oder? Wenn ich anfange gründe oder irgendein neues Produkt habe und dann habe ich das Gefühl, das muss ich in die Medien, weil ich halt eine grosse Reichweite habe. Kannst du da gerade vorne weg schon mal etwas nehmen? Funktioniert das so, wie man sich das vorstellt? Oder eben wie könnte es klappen? Oder was muss man bedenken als Startup, wenn man mal einen coolen Medienbeitrag in einer grossen Zeitung oder so will? Ja, das ist immer eine grosse Frage. Wie kommt man als Startup in die Medien? Man braucht natürlich als allererstes eine Story oder Ansätze, wo man eine Story darum bilden kann. Weil erst dann wird es natürlich auch spannend für die Leserschaft von gewissen Magazinen und Zeitungen und so weiter. Wenn man das hat, dann braucht es vor allem auch Mut, in die Medien zu kommen, also mit Journalisten zu reden überhaupt und ein Gesicht für ein Start-up zu sein und halt einfach so ein bisschen den Fokus zu öffnen. Wie alle anderen Kommunikationsdisziplinen, nur ist man dort vielleicht ein bisschen mehr, sage jetzt mal, soziale Medien, ist ein bisschen einfacher, als wenn man gegenüber den Medien auftritt, beispielsweise. Also Mut braucht es auf jeden Fall. Und also ich würde sagen, alles andere ist ein bisschen Formalität. Das heisst, es braucht eine Medienmitteilung, es braucht gute Bilder, es braucht Infomaterial, das ein Startup braucht, damit sich Journalisten auch ein bisschen tiefer informieren über das, was ein Startup bietet. Und ja, ich glaube, also alle Journalisten sind offen für die guten, vielen Stories, die Startups ihnen bieten.
Und dann kann man sich jetzt ja die Frage stellen, ja, braucht man überhaupt am Anfang, wenn man ein Startup gründet, braucht man überhaupt schon Kommunikationsmassnahmen? Muss man überhaupt schon die Medien kommen? Oder sagt man, nein, ich muss noch gar nichts machen am Anfang? Und es ist natürlich klar, das kann man jetzt nicht pauschal beantworten, weil jedes Startup, je nach Branche, ist das ein bisschen unterschiedlich ausgelagert. Aber wie würdest du als Kommunikationsexperte das an einem Startup empfehlen, wo neu anfängt? Muss man sagen, ja, die ersten zwei Jahre kannst du das mal sein lassen? Oder muss man wirklich schon mal früh sich die ersten Gedanken machen, in welche Richtung das gehen könnte? Also ich würde sicher schon früh anfangen ausprobieren, selber Medienarbeit machen, selber anfangen Medienkontakt aufbauen. Das muss nicht super professionell sein, sondern einfach mal so ein bisschen schauen, wie reagieren Journalisten darauf, wenn man erste Kontakt hat. Und man vergisst natürlich auch immer, Medienarbeit sind nicht Clippings in Zeitschriften und Magazinen und Zeitungen, sondern das sind natürlich auch langfristige Beziehungen, die man zu Journalisten und Medien aufbaut, die einem helfen, auch langfristig können, zu profitieren davon. Sei jetzt vielleicht das Medium in einer Krisensituation an einem Startup gut gesinnt oder vielleicht mal bereit, etwas zu bringen, wenn ein Journalist eine Story oder ein neues Produkt am Rande mitbekommt. Ja, das ist natürlich langfristig ein Gewinn. Das heisst eigentlich, wenn ich erste zwei Jahre anfange, habe ich das Problem, dass ich dann die ganze Aufbauarbeit machen muss. Vielleicht schon so ein, zwei Quick-Wins habe. Aber wenn ich früh anfange, habe ich eigentlich die Möglichkeit, dass ich dann wirklich zwei Jahre mit gutem Kontakt, mit einem kleinen Netzwerk auch schon wirklich dann vielleicht irgendwann mal eine größere Geschichte könnte platzieren, weil der Journalist vielleicht auch weiss, hey, da ist wirklich irgendetwas dahinter. Genau, ja, genau. Und man hat natürlich auch eine Expertise in dem Feld, wo man unterwegs ist. Also sich selber als Experte in einer Branche zu positionieren, als Jungunternehmer, zu gewissen Themen, die vielleicht gerade aktuell sind. Das sind Chancen, die ein Startup jederzeit nutzen, meiner Meinung nach. Das heisst, es gibt dort immer wieder Journalisten, die gute Interviewsituationen suchen, Expertenmeinung suchen und dort eigentlich Chancen bieten, für Startups sich zu positionieren zu einem Thema. Jetzt haben wir so ein bisschen um das Thema Kommunikation noch ein bisschen öffnet. Jetzt sind wir so ein bisschen in diesen Medien. Dem sehen wir das noch einmal so ein bisschen öffnet. Das ist ja immer eine Challenge, oder? Das kostet dann meistens irgendwann einen Haufen Geld, die ganze Kommunikation machen, je nachdem was und wo und wie man es macht. Und als Startup ist ja so eine Challenge am Anfang, für was gebe ich mein Geld aus, oder? Tue ich das alles in neue Mitarbeiter investieren, in das Produkt investieren? Und jetzt haben wir gesagt, eben, Kommunikation ist auch am Anfang schon wichtig. Was gibt es so ein bisschen für Tricks oder so ein bisschen Sachen, die du könntest mitgeben, wo man sich kann, darum kümmern, wenn man gerade angefangen hat, wo aber eben nicht viel Geld kostet, also soll man alles mal in Google Ads stecken oder soll man lieber das ein bisschen aufteilen? Oder was gibt es da so ein bisschen für Insights aus deiner Sicht? Ja, das ist natürlich ein guter Punkt. Also wichtig ist, sich zu fokussieren, nicht probieren, alles auf einmal zu machen. Man kann nicht überall voll professionell unterwegs sein, auf allen Social Media Kanälen und auf allen im Public Relations sowie auch im klassischen Sales. Und das ist natürlich am Anfang sehr verwandt. Es ist klar, dass ein Startup sich zuerst auf Produkt, Markt, Unternehmensentwicklung fokussiert und dort halt einfach mit dem wirtschaftet, was ein Startup zur Verfügung hat und dass dann die Ressourcen auch noch beschränkt sind. Nichtsdestotrotz auch dort einfach probieren, was funktioniert, was nicht. Step by step und dann wird sich auch zeigen, was sich am meisten lohnt für ein Startup oder ein Scale-up, je nachdem, dann auch schon ein bisschen später am Anfang. Es ist natürlich so, ich würde als Startup aufs Netzwerk zurückgreifen, auf Experten, die man hat, vielleicht Coaching-Situationen suchen, wo man halt einfach zu Situationen konkrete Fragen kann stellen kann, die einem dann noch weiterbringt und wo man dann noch kann umsetzen in der tagtäglichen Kommunikationsarbeit. Und ja, dort auch vielleicht das Stichwort Zero-Budget-Marketing. Nicht alle Marketing- bzw. Kommunikationsmaßnahmen kosten Geld. Also, wie vorher erwähnt, Medienarbeit einfach mal versuchen. Natürlich, zu einem gewissen Grad ist das vielleicht noch nicht professionell, aber das macht nichts. Man ist ein Jungunternehmen und das kommt so sympathisch rüber. Gleichzeitig, ja, Earned Media, Owned Media, Social Media aktivieren,
wo es vielleicht am meisten Sinn macht. LinkedIn, Branchenkontakte ausbauen, Expertenkontakte einholen. Und so hat man dann noch natürlich wiederum die Möglichkeit, wenn man die richtigen Experten ins Boot holt, zu Speaking Opportunities zu kommen, die einem wiederum eine grosse Reichweite bringen. Genau, das ist so ein bisschen die Frage, du hast es gesagt, am Anfang soll man einfach einmal selber ausprobieren oder kann man mal selber ausprobieren, einfach mal das Telefon in die Hand nehmen, es braucht ein bisschen Mut. Dann weiss man eben mal so ein bisschen, was funktioniert oder was funktioniert nicht. Und da stellt sich also als Startup so ein bisschen die Frage, am liebsten würde man alle gerade am Anfang, ersten Tag, ich gründe, ich komme gerade zu euch und sage, hey, kümmert euch bitte um Marketing, Kommunikation. Dann ist wie klar, es funktioniert, oder? Man hat dann aber vielleicht das Budget am Anfang noch nicht, um gerade irgendwie alles an eine professionelle Agentur zu geben, sei das alles extern zu geben oder euch als Coaches irgendwie dazu zu nehmen oder mit euch die Strategie zu entwickeln. Gibt es irgendeinen so einen idealen Zeitpunkt für gewisse Themen, ab wenn man mit der Agentur zusammenarbeitet? Oder ist auch dort so ein bisschen ausprobieren und dann lernen? Also ich denke, das ist schon sehr, sehr unterschiedlich. Natürlich, irgendwann kommt ein Startup zu dem Zeitpunkt, wo es heisst, jetzt müssen wir unsere Verkäufe skalieren, wir müssen Märkte in Romandie und im Tessin vielleicht bearbeiten. Und dann werden die ersten Fragen gestellt, ja, es braucht eine kontinuierliche Kommunikationsarbeit, um gewisse Märkte zu bearbeiten. Und entweder stellt man dann Leute an, aber vielleicht die Leute, die beherrschen eine Kommunikationsdisziplin. Also entweder braucht es dann ein Team, ein ganzes Team, das mit verschiedenen Kommunikationsdisziplinen oder eine eierlegende Wollmilchsau, die alles kann, aber dann ist es vielleicht auch ein bisschen zu viel und das Professional Level von dieser Person ist dann vielleicht nicht top of mind. Aber ja, das sind natürlich verschiedene Zeitpunkte. Also, wir haben Startups, die kommen sehr early stage zu uns, die kommen Scale-up zu uns, wenn es um gewisse Herausforderungen geht, die sich an einem Startup stellen. Sei es eine Krisensituation oder ganz früh im Branding von einem Startup oder Performance-Marketing, wenn es um die Skalierung geht von Produktverkäufen. So Sachen, genau. Ja, dann vielleicht noch so ein bisschen die Frage auch. Du hast es schon erwähnt, eben, man hat, am Anfang ist man vielleicht zwei, drei Gründer, da stellt man eben irgendjemand ein und dann gibt es irgendwo, sagt man, okay, jetzt habe ich realisiert, ich brauche irgendwie Hilfe für irgendeinen Teil in der Kommunikation oder im Marketing. Und dann so ein bisschen die Frage, wieso komme ich zu euch? Oder man weiss, Farner ist gross, hat viele Standorte in der Schweiz, du hast das angesprochen, Romandie oder Tessin, wo ihr sehr aktiv auch könnt helfen könnt, dass man dort erweitert. Was gibt es sonst noch für Themen, warum ich jetzt, sage ich, euch zumindest ins Auge fassen muss? Oder idealerweise eben zu euch kommen als Startup, vielleicht eben neben dieser Erfahrung, die ihr sicher in diesem Bereich schon gut habt? Ja, sicher das Leistungsspektrum, das natürlich 360 Grad Kommunikation beinhaltet. Also wie erwähnt, vom Branding über Social Media, Performance Marketing, Events, können wir eigentlich alles bieten aus einer Hand. Gleichzeitig dem gegenübergestellt ist natürlich immer eine gewisse Branchenexpertise, die vorhanden muss sein, um ein Netzwerk zu Medien beispielsweise zu aktivieren. Das haben wir natürlich auch in-house. Das heisst, wir haben Teams, die im Bereich Fintech, im Bereich Proptech, im Bereich Foodtech wirklich top of mind sind und eine gewisse Expertise ausweisen und so natürlich kann man ein Team staffen, das perfekt zu einem Startup matcht. Und wir als Startup-Desk, wir sind quasi wie der Frontdesk von diesem Team. Also wir managen die Projekte und wir haben Szenen-Know-how. Wir kennen die Leute innerhalb der Szene. Also wir sind dort eigentlich so ein bisschen das Gesicht gegen raus. Aber hinten dran wirkt ein Team, wo eigentlich am gleichen Strang zieht. Plus wir sind natürlich wir wollen diesen Startups nahe sein, wir suchen die Nähe zu diesen Startups. Und wir wollen, ja, also manchmal haben wir eine einmalige Kampagne, die wir betreuen, aber wir suchen eigentlich langfristige Projekte und dass wir diese Startups so gesehen gedeihen und auch ad hoc Coachings können geben können, ad hoc Beratung und so Startups unterstützen. Vielleicht noch mal so ein bisschen zu der ersten Frage. So die Medienarbeit war die Frage. Das heisst, es gibt eigentlich die Möglichkeit, dass ich bei euch anklopfen kann und sage, hey Roy, ich habe das Gefühl, ich habe eine coole Story, ich habe ein cooles Produkt, ich habe mal einen Entwurf geschrieben, dass man das dann eigentlich sozusagen mit euch oder über euch, mit eurem Support, Coaching oder eben dann wirklich auch bis zur Ausführung
Das ist ein Thema, das nicht riesig ist, aber das wäre auch etwas, das ich mit euch könnte problemlos machen könnte. Absolut. Also, ob jetzt das gerade am Anfang ist, wo es darum geht, Kernbotschaften überhaupt mal zu etablieren, zu schleifen. Wenn du den Kern von deinem Startup oder von deinem Unternehmen rausschälen und eine konsistente Kommunikation gewährleisten, dann brauchst du natürlich Kernbotschaften. Wenn es schon nur um das geht, können wir natürlich unterstützen. Und dann noch die zu platzieren, zum Beispiel ihre Story, die gerade brandaktuell ist, wo wir zusammen ein Mediennetzwerk aufbauen, wo wir zusammen eine Story schreiben, wo wir zusammen Medienmitteilungen erarbeiten und natürlich auch Story-Pitchings machen, bis hin zum Press-Office, wo wir für Startups oder unterhalten können wir natürlich dort gewisse Flexibilität bieten und Startups unter die Arme greifen. Ja, ja, dann vielleicht so ein bisschen zum Anfang vom Abschluss ist so ein bisschen die Frage auch, eben, ihr seid sehr aktiv in der Startup-Szene selber. Eben einerseits bei Entrepreneur Club Winterthur, aber sonst auch bei verschiedenen Startup-Anlässen sind ihr dabei. Ihr kennt einen Haufen Leute in der Startup-Szene. Gibt es vielleicht so ein, zwei auch Erfolgsgeschichten, die du kannst noch, sag ich, mitteilen von einem Startup, oder? Wo man meistens dann gar nicht weiss. Oder? Man steht ja nicht irgendwo auf einer Fernsehwerbung oder auf Social-Media-Werbung. Konzipiert und ausgeführt über Fahrneragentur, sondern man sieht einfach eine coole Story. Und Lorbeeren kommt dann eigentlich Startup über, aber nicht ihr. Aber gibt es da vielleicht irgendwie ein, zwei Stories von Unternehmen, die wir vielleicht kennen oder die man vielleicht auch sagen darf, wo ihr irgendwie mitgewirkt habt? Erfolg ist immer ein kleines Verhältnis zu stellen. Also wenn wir jetzt ein Startup, wo ein Unicorn ist, aus den USA, Silicon Valley, ist natürlich Erfolg ein anderer Erfolg als ein Startup, das gerade Early Stage ist, das vielleicht den ersten Medienauftritt hat, einen grossen, oder? Und für uns ist, wenn ich Erfolg würde beschreiben, was ist Erfolg? Ist Erfolg, wenn wir ein Startup lang betreut haben oder immer noch betreuen und sehen, wie sich das entwickelt, in einem positiven Sinn, wie ein Startup gedeiht, wie das wächst am Markt. Und natürlich agieren wir aus dem Hintergrund, aber wir wissen, wir haben dem Startups viel können bieten und sie schätzen unser Engagement, das wir für das Startup unternommen haben. Und darum, das ist eigentlich der grösste Erfolg. Also ohne das jetzt an einem Beispiel aufzuhängen. Ja. Wenn man vielleicht jetzt so ein bisschen über die Startup-Welt raus schaut, wir sind ca. 150 Mitarbeiter in der ganzen Schweiz, sogar mehr schon. Ja. Das heisst, ihr betreut auch ganz viele Grossprojekte, wie du das angesprochen hast. Oder? Es gibt Startup-Szenen, aber wenn du dann in der Startup-Szene in der Immobilienbranche drin bist, dann brauchst du nicht nur den Kontakt in die Startup-Szene, sondern eben auch zu der Immobilienbranche. Das heisst, ihr betreut auch eigentlich in ziemlich allen Branchen ganz viele Grossprojekte. Gibt es vielleicht so ein Beispiel, wo man irgendwie kann sagen kann, hey, das kennen alle? Haben alle schon gesehen im Fernsehen oder Plakat oder in Social Media, wo ihr im Hintergrund mitgewirkt habt, wo wir aber gar nicht wissen? Vielleicht wenn wir beim Beispiel von der Immobilienbranche bleiben, also ein Start-up, wo wir gerade am Betreuen sind und wo auch echt Fakt mit denen zu arbeiten, weil es eben jung und agil ist und gleich schon viel Traction an den Tag gelegt hat, ist Nomoco. Die kennen es alle, Digital Twin Company, sie vermessen ganze Städte mit Drohnen und die Daten in 3D visualisieren. Und dort dürfen wir natürlich, oder hat er sie mit Medienarbeit zu begleiten, über eine lange Frist. Und das, da kommt sicher noch viel Gutes, da bin ich überzeugt. Ja. Du hast das angesprochen, es gibt wie so ein bisschen Startups, die dann vielleicht einmalig etwas bei euch buchen oder einkaufen, oder? Die Expertise, mal das Coaching, mal zum Anfangen. Mhm. Und dann gibt es so die Langfristigkeit, die man mit euch zusammen schafft. Jetzt stellt sich so die Frage, wie ist das Setting? Oder? Ich mache ja nicht jeden Tag oder jede Woche eine Medienmitteilung. Und wenn ich eine gute Kampagne habe, dann läuft die mal ein paar Monate. Wie stelle ich mir da so den Kontakt vor oder die Zusammenarbeit vor? Ist das immer so, dass man sich ein WhatsApp schickt und schnell etwas nachfragt? Und ist das immer auf einem sehr intensiven Kontakt oder schwankt das mal ein bisschen mehr, ein bisschen weniger? Das ist auch sehr unterschiedlich. Natürlich, wenn es in die heiße Phase ist, also wenn jetzt eine Investorenrunde ansteht, beispielsweise, und die News müssen raus, oder? Und das zieht vielleicht Käufer an, es zieht vielleicht andere Interessengruppen an, ihre Szene, also jetzt in der Immobilienwelt, Experten aus Architektur, aus Bau, aus wie auch immer, dann drückt natürlich die Zeit. Oder? Und
Das heisst, man intensiviert den Kontakt auf alle möglichen Arten. Man braucht WhatsApp, man braucht Telegram, wie auch immer. Also wir kommunizieren eigentlich so wie du und ich, ganz pragmatisch über die Kanäle, die wir haben. Also wir haben dort nicht feste Kanäle, die wir darauf stützen. Und manchmal flacht natürlich der Kontakt ein bisschen ab, wenn man wieder eine ruhige Phase hat. Dann hat man vielleicht 2-3 Mal unter der Woche per Mail Kontakt oder vielleicht auch nur noch 1-2 Wochen. Das ist sehr unterschiedlich. Aber wenn es in Zusammenarbeit geht, dann glauben wir an Co-Kreation. Also wir wollen nicht aus dem stillen Kämmerli bei Farner etwas erarbeiten, sondern wir glauben daran, dass das zusammen muss passieren mit dem Start-up und dann kommt man zur besten Lösung. Ja. Oder wenn man jetzt so ein Start-up, jetzt sieht man da, okay, das klingt für mich spannend, oder? Jetzt wollte ich mal mit dem Roy reden. Was ist so der normale Eintrittspunkt, den ich als Startup habe, wenn ich jetzt sage, okay, das klingt spannend, ich brauche eben irgendwo Unterstützung in der Marketing-Kommunikationsstrategie oder in der Ausarbeitung von meiner Kernbotschaft oder es geht so Richtung Medienmitteilung oder irgendwo Richtung einfach sonst Öffentlichkeitsarbeit, dann wie ist so der erste Kontakt oder was sind meistens so die ersten Schritte, die mit dir oder euch dann passieren? Ja, also das Wichtigste ist überhaupt mal mit uns zu reden. Also ganz unverbindlich mal in Kontakt zu treten. Oftmals scheuen Startups das ein bisschen, weil sie wissen noch gar nicht konkret, was sie brauchen. Startups sind manchmal vor dem Punkt, ja, ich könnte dort Unterstützung brauchen, dort Unterstützung brauchen und sie haben gar keine konkrete Anfrage. Aber genau um das geht es, dann erst mal mit uns zu reden und wir können ihnen helfen, hey, das würde euch wirklich am meisten bringen und nicht dort eine gross skalierte Social-Media-Kampagne oder Google Search Ads, wo ihr noch, ich weiß nicht, wie viel Ad-Spend rausholt. Oder? Also es geht darum, überhaupt mal mit uns in Kontakt zu treten und das kann in jeder Form passieren, über LinkedIn, über Telefon, einfach mal anrufen, per Mail. Ja. Ja, also eigentlich auch sehr unkommen, auch wenn ihr eben so ein bisschen, wenn man von aus eine riesige Agentur in der ganzen Schweiz vernetzt, setzt riesige Projekte um. Aber eben so gerade im Startup-Desk, du hast das gesagt, man kann einfach auch ein Telegram schicken oder ein WhatsApp schicken oder auf LinkedIn schreiben. Also eben das, was du am Anfang gesagt hast, die Startup-Möglichkeit mitzunutzen. Und ich glaube, das ist ja das, was wir so ein bisschen allen Leuten, die irgendwo im Umfeld von Mönchengladbach und Winterthur oder auch drumherum sind, so ein Herz legen. Oder? In der Startup-Welt funktioniert es so, man nimmt das Telefon, läutet einfach jemanden an und fragt um Hilfe oder fragt um Beratung etc. Und das ist glaube ich auch so das, was wir allen, die das Video schauen, so das Herz legen. Oder? Wir haben das gesehen, ein lockerer Umgang und so, wenn du das Telefon abnimmst, dann wäre das genau gleich. Also scheue euch auch nicht davon, dir einfach mal anzuläuten und mal Auslegeordnung machen. Wie du gesagt hast, wenn man gar noch nicht genau weiss, was man überhaupt will oder was man überhaupt noch brauchen könnte. Das ist euer täglich Brot. Also, es gibt auch nicht viele Leute, die mehr wissen über die ganzen Themen, als das bei euch der Fall ist. Und das kann man eigentlich als Startup ja dann nur profitieren, wenn man da die Inputs von euch bekommt. Absolut. Und in dem Sinne, vielen herzlichen Dank für das Gespräch und die Insights, die du uns gegeben hast. Für Startups, ich glaube, das einfach mal ausprobieren, mal machen und dann zu lernen. Das ist sicher ein klassischer Startup-Approach. Und auch vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast, da bei uns vorbeizukommen. Ja, danke vielmals. Hat sehr Spass gemacht, spannende Gespräche und ja, ich hoffe, mit ganz vielen von euch vielleicht mal in Kontakt zu treten und unsere Wege werden sich sicher kreuzen. So oder so. Vielen Dank.